So und somit herzlich willkommen zum Rück zum Alice Megaprojekt. Natürlich noch wieder bei mir oder mit mir, den Sachsen Let's Player nicht noch bei mir. Und natürlich ist auch wieder der Doktor hier dabei. Moin. Der Tino. Grüßt euch. Der Güden. Yo, ich bin auch am Start. Und noch jemand, dessen Namen ich jetzt, Entschuldigung, vergessen habe. Kein Problem, der Markus ist auch hier. Servus. Ach, der Markus, genau. Jawohl. Ja, so, wir machen weiter. Ich mache jetzt hier weiter den Spaß Stroh-Gedöns da. Der Doktor fährt Stroh weiter ein, Tino macht auch irgendwas und die anderen. Tino fährt ab. Ich verkaufe jetzt gerade Wolle. Ah, weil eine volle Palette haben wir ja und ich möchte gerne wissen, wie viel die bringt. Ah ja. Wahnsinn. Ja, wir sind ja beim letzten Part immer ja bei Porno-Zitaten stehen geblieben. Das Thema würde ich gerne fortführen, weil das gerade für die jüngeren Zuschauer sehr interessant ist. Ja, denke ich auch. Ne? Vorweg gleich erstmal das Wort Porno-Zitat erklären. Also ein Porno ist ein Film, wo sich zwei Erwachsene ganz doll lieb haben. Da ist manchmal ein Blümchen lauter und Blümchen. Wird. Genau, sollte meine Text, und Blümchen. Ich glaube, ich sollte meine Text auf Porno-Zitate umstellen, dann kriege ich mehr Klicks. 50 Millionen Klicks, ja. 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 Oder schreib in den, oder schreib meine Kanalbeschreibung, nicht in die Kanalbeschreibung, ich nenne meinen YouTube-Channel irgendwas mit Sex oder Porno oder keine Ahnung. Gibt's ja schon, 61 Minuten Sex. Genau. Ja, kenne ich sogar. Hab den Kanal nicht abonniert. Habe ich auch nicht abonniert, aber ich habe das eine oder andere sehenswerte Video dort gesehen. Ist richtig, aber warum sollen wir es abonnieren? Weil muss ist eh immer in den Empfehlungen drin, ne? Ja, ja, das stimmt. Erstens das und zweitens, ich weiß ja nur nicht so unbedingt, ob das gut ist, wenn du dir bei YouTube wie masturbiert man richtig anguckt. Warum? Es ist immer also ich bewerte das sowas Video immer positiv und das sind dann auch alle meine Abonnenten. Ich habe da extra eine Playlist, ne? Ja, für die junge Herrschaft, die da, was weiß ich, gerade mal mit 13, 14 denken, das sind schon die Oberstecher, dann ist das ja schon was. Wenn ich das 30-Jährigen angucke, wie masturbiert man richtig, dann hat er im Leben was verpasst. Du kannst aber trotzdem noch was dazu lernen, doch? Da bin ich von überzeugt. Ganz neue Techniken. Apfelkuchen oder was? Zum Beispiel nur mit Daumen und Zeigefinger. Oder wie verwendet man einen Staubsauger korrekt? Da musst du beim Vorwerkvertreter mal anrufen, der erklärt dir das. Aber weißt du, wie der guckt, wenn du den Staubsauger erstmal aufstöpselst? Ja, das Modell ist nicht schlecht. Du. Ich muss das mal ausprobieren. Ach ja, sehr gut, sehr gut. Aber nein, nicht nachmachen, nicht nachmachen. Auf keinen Fall. Nee. Also, um das mal ganz nebenbei noch mal anzuführen, ich habe ja nun lange EVE Online gespielt und auch, ich war dort in einer Corporation, also sowas ähnliches wie Gilde oder Clan, zusammen mit einem, der tatsächlich als, wie nennt man das, Urologe? Genau, als Urologe im Krankenhaus gearbeitet hat und der öfter auch mal Notdienst hatte. Dann hat er halt wirklich mal so ein bisschen was aus seiner Praxis erzählt. Mit was für Notfällen er so tagtäglich zu tun hat. Also das stelle ich mir sehr interessant vor. Ich dachte wirklich, also wenn auch da mal was stecken Ideen bleibt, manche oder? Menschen kommen, um sich sexuell zu befriedigen, ich glaube es nicht. Also ich glaube, da ist keine Grenze gesetzt. Gar keine Grenze. Also da gibt es, glaube ich, ich muss dazu sagen, ich bin in einer WhatsApp-Gruppe. Die regelmäßig Videos schickt, sage ich jetzt mal, und Bilder schickt, wo ich manche direkt lösche, nur wenn ich das Startbild sehe. Und ja, da gibt es doch die verrücktesten Sachen. Also, muss man mal wirklich so sagen. Aber ja, nein, aber wir wollten ja eigentlich nicht über Selbstbefriedigung sprechen, sondern über Porno-Zitate. Frage: guckt ihr eigentlich Pornos mit Dialog lieber oder ohne Dialog? Ich mag. Was ich jetzt sagen. Mit chinesischen Untertiteln. Wenn man jetzt bitte in McManus sein Video anschaut, weil der ist gerade komplett abgelenkt auf anderen Welten hier, weil der verfahrt sich gerade fünfmal im Kreis, ist er jetzt gerade gefahren und noch immer nicht hat er den richtigen Weg. Übrigens, eine Palette bringt 2.500. Boah, da ist cool. Die Palette, Mann! Das wäre auch ein netter Pornotitel. Scheiß auf die Palette. Oh nein. Den gibt's vielleicht noch. Du kennst doch die deutschen Pornotitel alle. Nasse Löcher wollen gestopft werden. Und sonst was. Also, da hören sich die Ami-Titel schon bei Weitem besser an. Auf jeden Fall. Nein, keine Ahnung. Ich traue mich immer nicht, den Sound anzumachen. Also, ich mute immer die Filme.
Ach so, okay. Weil deine Das Freundin ist, dann nervös ja, ich wird, wollte gerade oder sagen, wenn man eine Freundin hat, ist das eher so vom Vorteil, wenn man das mutet. Nein, in der U-Bahn ist das zum Schauen blöd. Ja, wieso? Ihr müsst euch die Pornos auch gemeinsam angucken. Die musst du nicht heimlich gucken, ne? Na klar. Das ist doch das erotische Geschenk, was man einer Freundin machen kann. Du, ich hab hier nasse Löcher, wollen gestopft werden. Drei da. Wollen wir es mal gucken, Schatz? Ja. Ah. Bisschen Inspiration holen. Für deutschen Pornofilm, für deutsche Pornofilme und Inspiration, wenn du dir die Dialoge da mal anhörst, da kannst du dich Nein. eigentlich noch Oh. reinschämen. Nein, nein. Das Beste ist die Nachsynchronisation. Bei Das ist manchen, eigentlich ja. das Beste. Vor allen Dingen das Weil ich habe da mal einen Bericht nachsynchronisierte drüber Stöhnen. gesehen. Wie zwei in so einem Tonstudio stehen, sich gegenüber, ein Mann und eine Frau, und sich total interessiert angucken und oh, oh, ja, oh, Dollar, Fester, oh ja, du bist der Geilste. Oh, so hat mich noch niemand drangenommen. Ah, oh, ich komm. Gut, rauchen, anziehen, tschüss. Mit richtig viel Begeisterung. Ja, ja, aber so wirklich, das. So läuft Ah, so eine Synchronisation tatsächlich ab. Hatte ich mal so eine Dokumentation darüber gesehen und da hatten sie das halt auch mal gezeigt aus so einem Tonstudio. Das Problem ist ja bloß, Ja. die synchronisieren das ja nicht nur total bescheuert nach, die übernehmen ja auch die englischen Titel einfach so ins bescheuertste Deutsche. Deswegen kommen dann solche Namen wie Nasse Löcher wollen gestopft werden raus. Ja. Weißt du, weil sich das hört sich deutsch so bescheuert einfach an. Deswegen sollten sie es ja eigentlich so lassen. Und dann guckst du dir mal wenn du mal wirklich nach astreine deutsche Produktion hast, ist ja nun nicht so, bei den Amis, da hast du solche Edelhuren, wenn man es mal so sagen darf, die haben da drei Kilo Puder in der Fresse, dass die glänzen wie sonst was. Und hast du so einen Deutschen, ja, dann steht so eine Natascha, 19 Jahre alt, verbraucht und arbeitslos vor dir, weißt du? Das ist doch. Oh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer wieder schön, mit dem Randy aufzunehmen. Ja. Das ist mal eine Abwechslung. Ist, ist doch absolut wahr. Amüsant. Ja. Das ist doch wahr. Das deutsche Genre, das ist doch total für den Arsch. Bin ich mal gespannt, wie das meine Abonnenten so finden. Ja, Rennys Abonnenten sind's gewöhnt. An deine Abonnenten kann ich nur sagen, liebe Kinder, ja, falls ihr noch in eure sexuellen Orientierung hängt und wollt unbedingt ein Porno gucken, ja, geht auf amerikanische Seiten, nicht auf deutsche, weil den Deutschen da habt ihr danach keinen Bock mehr. Entsprechende Links findet ihr in der Videobeschreibung. Was ist denn da oben mit dem Giebert los? Was macht ihr denn da? Ja, ich weiß nicht, wir wollten mal einen vernünftigen deutschen Porno drehen. Ja. Was? Deutschen Porno drehen? Kannst du in Englisch drehen? Mit seinem Teleskop gerade mal direkt. Ja, nur Gilly. Gilly, Gilly, Gilly. Gilly, Gilly, Gilly. Gilly. So, Attenzione. Ja, hier liegt noch Stroh, bitte. Eine Frage, wir müssen ansehen. Ich bin total raus gerade. Diese Diskussion hat mich so verwirrt und hat mich gerade so wuschig gemacht, dass ich gerade eben komplett raus bin. Ich schaffe jetzt mal den Gillibert weg und hol mal die Seemaschine, wa? Ich bin das Thema Pornografie nicht gewohnt. Ich bin das einfach macht ihn ganz schüchtern. Rattig. Nein, ich bin einfach schüchtern. Ich bin jemand, der, sag ich mal, relativ wenig jetzt mit auch weiblicher Schar in Kontakt gekommen ist und bin da ein bisschen schüchtern auf dem Also Thema. Du bist ungefähr auf das Niveau von den Kindern, die zuschauen. Kann ich mir gerade so vorstellen. Ja, gut. Ja. Also gute Frage, Leute. Wollen wir nicht die kleinen Traktoren verkaufen, weil sie können sie für nichts mehr gebrauchen, oder? Ich finde es auch sinnvoll. Bis auf den Deutsch. ich weiß gerade, wer uploadet. Zumindest zwei von den vier, ich weiß nicht. Ja, alle eigentlich. Oder den Kramer vielleicht. Der Kramer alle außer den Deutsch und den Kramer. Oder vielleicht sogar nur den Deutsch. Deutsch und den Allrad würde ich behalten. Also es ist, glaube ich, der Kramer, ja. Ne? Ja, man kann aber wieso nichts mehr mitmachen, auch wenn man sie behält. Hey! Das ist einfach nur noch dann zum Angucken. Bist schüchtern, ne? Fährst aber aus der Kurve raus, wie sie eine gesenkte Ich bringe mal den Pyrer rauf zu. Ja, irgendwo hat jeder seine Defizite. Du kannst das Feld, was du hier, wo du gerade bist, zum Rostlei bestäuben. Bestäuben willst du das? Was wollen wir als nächstes anbauen jetzt? Hier? Nochmal Gerste brauchen wir eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder entweder auf Weizen oder auf Raps. Obwohl, also wenn wir nochmal Gerste machen, dann könnten wir auf jeden Fall bei einem Angebot. Ja. Aber vielleicht sollten wir unsere Palette erweitern, dass wir ein bisschen unabhängiger sind von einer großen Nachfrage. Genau, das war mein Gedanke dahinter. Ja, Mensch. Von jedem 150 Tonnen im Lager ist eigentlich immer nie verkehrt, ne? Ja, denke ich auch, dass das schon eine schlaue Aktion wäre. Macht man einen Spruch, wollen wir erstmal Weizen machen? Ich würde Weizen machen, ja. Ja, ist eigentlich egal. Hauptsache wir machen was nicht da ist. Ohne Gewicht, das kann nicht gut sein für die volle Achse. Ach. Da ist doch drauf. Der Pyrer hat jetzt 10.800 gebracht. Ich werde jetzt mal den Hürli verkaufen, denke ich.
Was machen wir jetzt mit dem Deutz und mit dem Kramer? Ich würde sagen, auch verkaufen, weil wir uns die nur angucken können. Ja, aber da haben wir zwei Traktoren nur. Ja. Ja, ja, wir können nee, das ist zu wenig. Komm, lass uns die erstmal noch behalten, bis wir wirklich mindestens vier große Maschinen wir haben. Wir könnten also mit aber der Tradition brechen. Oder? Nein, nein, nein. Das war so von Anfang an vereinbart, dass wirklich für jeden ein Fahrzeug da ist und das ist jetzt schon eng. Ja, ich meine nicht mit Fahrzeuge verkaufen, sondern wir könnten die 150 Tonnen Gerste verkaufen dann und den Hürlimann verkaufen, dann passt der Case Puma. Oder müsste zumindest sich sehr... Meinst ohne große ohne Nachfrage? Ohne Nachfrage, ja. Direkt. Hm. Wenn du es einfach einen Kredit nimmst. Das könnten wir auch machen. Möchte was ist denn mit dem ganz normalen Kredit? Die 200.000, die wir haben? Das frisst uns die Haare vom Kopf. Der also kostet ich meine jetzt nicht die 200.000 nehmen, sondern ich meine jetzt vielleicht, wir müssten 100.000 nehmen, dann wäre der Ladewagen und der Puma drin. Und wir hätten trotzdem noch die 150.000 Gerste drin. My Lord, wir fahren so langsam. Ja. Bin ich zu schnell? Zu langsam. Ach, zu langsam? Wir könnten natürlich auch einmal, dass wir nicht das Stroh wegfahren, sondern unten das Gras wieder in die Biogasanlage und dann kurz beschleunigen. Ja, wir haben schon alles schaufeln. Gras drin. Oder was meinst du? Das ist schon leer geschaufelt. Ja, aber nein, es ist unten schon wieder zusammengeschaufelt. Es ist Gras noch gemäht, ja. Gut, dann sammle ich jetzt das Gras ein. Ja, hast du recht. Das Stroh, das bringt ja so gut wie nix. Der Westtechnik, ja. Also, wie sind wir jetzt verblieben? Ich war gerade hochkonzentriert. Noch gar nicht. Wir denken alle angestrengt darüber nach, über den Vorschlag. Mit dem Kredit bin ich ehrlich gesagt nicht so richtig einverstanden. Was kostet der an Zinsen pro Tag? Also ich glaube, die 100.000 sind gar nicht so teuer. Ja, ich denke mal so 2.000 am Tag, 3.000. Au. Na gut, die müssen wir reinkriegen, klar, doch. Ja, also 2.000-3.000 am Tag, aber wir haben ja so. Wir haben ja relativ wenig Spulen drin, dadurch, dass wir ja alles selber machen. Ja. Also weißt du was? Ich mach das jetzt von der anderen Seite hier. Du wirst doch wohl mal im Verbund fahren können, oder? Wie von der anderen Seite? Ja. Sollen wir jetzt Kredit aufnehmen oder lassen wir es? Ja, dann nehmen wir einen Kredit auf. Dann bin ich, also mein Veto ist eingestellt. Meinetwegen können wir. Okay, dann können wir. Ach so, okay, alles klar. Jetzt hab ich's. Ich hab Geld geliehen, ne? Okay, dann kauf am besten gleich den Puma ein und dann müssen wir nach der Aufnahme hier, nach dieser Folge, machen wir eine kurze Pause und ballern schnell die Mod rein. Ja, genau. Dass wir den Ladewagen auch kriegen. Hola. Aber jetzt will ich bitte zum Shop auch und den Mod herzeigen. Welchen Mod? Den, was du gerade gekauft hast. Ah, nicht Mod. Den Traktor. Den aha, du gekauft dann hast. Komm mal. Ich spring schon die ganze Zeit. Ich komm zum Hof, dann können alle gucken. Was? Oh. Aha. Da ist das Elementierer so irgendwie falsch eingestellt. Ich fahre dir entgegen. Alter, ist das mal ein geiles Gerät. Jetzt können wir auf 6 Meter Sämaschinen umsatteln. Du kommst auf dem Hof, oder? Guten. Ja. Okay. Kommst du auf dem Hof? Menschenskinders, ob das. Sag mal Bescheid, wenn du da bist. Aber wieder eindeutig, zweideutig. Okay, ich bin da. Oh, und dahinter schön den Gillibert oder so. Ja, sieht gut aus. Weil der darf ja auch ein bisschen was zuladen. Also bei dem Magnum ist das ja wohl nicht so gut. Das ist einfach nicht gut für die Vorderachse. Nein, beim Magnum darf man nur auf dem Feld fahren. Weil ja. Auf der Straße soll man nicht so hohe Geschwindigkeiten fahren mit dem Ding. Aber ich habe jetzt mal eine Frage. Ja. Ich sehe hier überhaupt gar keinen Unterschied mehr zwischen angesät und nicht angesät. Außer ja, dass ich... Deswegen sollten wir auch grubern. Auch ein sinnvolle. Ja, also der Unterschied Fall. Zwischen angesät und nicht angesät, das was angesät ist, das ist glatt, frisch rasiert und das hier drüben, das ist alles so gestöppelt. Das ist ja, aber guck dir mal an, was da schon für Spuren drin sind. Das passt ja schon überhaupt nicht. Ja, das ist da, wo das Stroh lag. Ja. Da ist keine Stoppel. Wo seid ihr denn gerade? Wo braucht ihr den? Wir hüpfen gerade auf Feld 16 rum, ich und Randy. Auf und 16, okay, dann komme ich da rüber mit dem Case. Supi. Ja, aber da, wo das Stroh zum Beispiel lag, weiß ich jetzt, da sehe ich, ach Mann. Aber das ist mal ein richtiges Gerät hier. Vielleicht sollten wir uns dann für die Zukunft wirklich mal einen Grubber zulegen.
Ja, wir könnten jetzt einen 6-Meter-Grubber nehmen und auch eine 6-Meter-Sämaschine so langsam. Nein, können Ladewagen. Wir jetzt nicht, weil jetzt kaufen wir erst den Ladewagen. Weil man ganz einfach auch in der BGA da viel mehr Geld machen kann. Also mit, das Ding ist ja mal geil. Hammer geil. Dann habe ich auch. Dann können wir nämlich auch den Bührer hier verkaufen. Der hat nämlich auch so, der ist so schmal in der Aufnahme. Welchen Bührer? Den Ladewagen hier. Ja, dann haben wir wieder eine 3-Maschine zum Fahren. Ey. Ja, aber der Bührer-Ladewagen ist nun wirklich Rotzer. Du gibst mehr, ey, guten. Ey. Ich hole ihm den Schwader. Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall jetzt den Bad unterbrechen und die neue Mod. Ja, wir haben E15. Haben wir schon 15? Willst du stoßen oder was? Ja, wir haben E15 da durch. Von daher würden wir mal sagen, beenden wir mal wieder ein alter, frische den Bart. Wir verabschieden uns bei allen, die hier mitmachen und zuschauen. Mir fällt gerade der Text nicht ein, Entschuldigung dafür. Bis morgen. Aber Tschüssikowski. Wenn euch das Video von Brandy gefallen hat, hinterlasst einen Daumen. Ja, aber nur am Randy. Tschüss. Tschüss.